Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Künstlerinnen und Künstler von Deutschland. Zu einem Abend, der in seiner Wichtigkeit keine Vergleiche findet. Dieser Abend ist wichtig. Künstlerische Prozesse von Menschen, die schon seit Jahren einen gemeinsamen Weg in der Kunst definieren und bestreiten, sind anstrengend, herausfordernd und geprägt von zahlreichen Kompromissen, Kommunikationsketten und Konflikten. Das kenne ich gut, davon kann ich ein Lied singen. Kein leichtes Unterfangen, auch wenn in den letzten Jahren viel über Arbeits- und Machtstrukturen in den Theaterbetrieben reflektiert und diskutiert wurde, sind die strukturellen Herausforderungen in der Zusammenarbeit von noch eine Spur härter, wenn es darum geht, ernsthaft Teilhabe und Augenhöhe zu schaffen. Um dieses wertvolle Wissen über friedliche Zusammenarbeit und nachhaltige Wertschöpfung in den Künsten für die Nachwelt zu sichern, haben wir einen Rechercheprozess unterstützt, der heute Abend seinen glänzenden Abschluss findet. Ganze 8 Gruppen sind dabei und zeigen heute eine gemeinsame Show. Ich bin sehr froh, jetzt das Democratic Bootcamp zu eröffnen, damit das Wissen der Kollektive über demokratischen Zusammenhalt in die Welt getragen wird. Ein Kampf. Kämpfend. Keep on fighting. Willkommen, verehrtes Publikum, hier live vom Kampnagel in Hamburg. Und willkommen, alle Menschen an den Endgeräten zu Hause oder von wo Sie auch alle zuschauen. An dieser Stelle auch ein herzlichster Gruß an die Kollegen und Kolleginnen aus der Schweiz, dem Ruhrgebiet und natürlich unsere Freundinnen und Freunde von Shishi Pop, die noch die Premiere in Berlin rocken müssen und uns aber über die Flimmerkiste verfolgen, gemeinsam mit vielen anderen. Oh, so schön. Heute Abend ist was ganz Besonderes. Ich verspreche es Ihnen, meine Damen und Herren, was Sie heute Abend erleben werden, das hat es auf dieser Welt noch nie gegeben. Und ich sage es, wie es ist, wenn Sie nicht mitmachen, dann wird es das auch nie mehr geben. Also Hamburg, kann ich mich auf Sie verlassen? Dann lasst mal hören. Applaus bitte. Für das erste Tandem des Abends? Ja, dann klatscht noch einmal richtig laut für das internationale Team aus Theater Hora, Skat und Masters of the Universe. Seid ihr bereit?
eigentlich Sensationelle hier verraten. Hier, sehen Sie es nicht? Na, schauen Sie doch mal genau hin. Was sehen Sie? Genau, mich. Ich bin keine Show mehr. Ich bin jetzt die Show. Verstehen Sie? Das hättet ihr nicht gedacht. Richtig? Das ist es ja gerade. Das gab es noch nie. Ihr kennt mich doch nur gefesselt an Thomas Gottschalk oder hier Linda de Mol. Ach, nee, Rudi Carrell, Mareike Amado. Ihr habt mich immer gesehen, aber nie wahrgenommen. Wie toll, dass ich jetzt ganz allein bin, ohne mich da immer mit allen abzustimmen. Diese ganzen Kollektive und Tandems, sowas mache ich längst nicht mehr. Ich bin die Show. Und das ist auch gut so. Perfekt. Ist gut jetzt. Genug ist genug. Ihr seid die besten, Arena Oberhausen. Danke. Weiter geht es hier auch schon. Freut euch mit mir und den Menschen daheim an den Geräten auf das nächste Tandem. Shishi Pop und I Can Be Your Translator haben auch was für euch vorbereitet. Here we go. Und das ist Englisch und bedeutet so viel wie: Macht mal Lärm für unseren nächsten genialen Beitrag. Oh yes. Ja. Guten Abend. Wir sind das Tandem Shishi Pop und I Can Be a Translator. Und aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, es ist wirklich total wichtig, am Anfang von einer Zusammenarbeit die Regeln festzulegen und zu gucken, welche Punkte sind den einzelnen Gruppenmitgliedern besonders wichtig. Das haben wir auch getan und gesammelt. Und dabei sind so viele Punkte rausgekommen, dass wir jetzt aussortieren müssen. Und deswegen haben wir eine Methode dafür entwickelt. Diese Methode basiert auf Erfahrung und Expertise. Sie ist demokratisch und beinhaltet dennoch Momente von Zufall, Chaos und Gewalt. Es kann nichts schief gehen. Nee, wir möchten gerecht sein. Gerecht sein? Nicht über die Köpfe hinweg für alle entscheiden. Schritt 1. Liebes Publikum, wir brauchen eure Hilfe. Schritt 2, wir brauchen einen ehrlichen Kampf. Genau. Und in diesem ehrlichen Kampf werden wir dann ermitteln und ausfechten, welche Werte heute Abend besonders wichtig sind. Und die werden dann als Überschrift über unserer Zusammenarbeit stehen. Wir werden gleich Statements hören von zwei gestandenen Gruppen, I Can Be a Translator und Shishi Pop, zu eben diesen Werten. Und da kommt ihr dann ins Spiel, sowohl Publikum als auch die Kolleginnen und Kollegen hier auf den Seiten. Und zwar würden wir euch bitten, wenn ihr zustimmt zu den Statements, eure Zustimmung kenntlich zu machen über Handheben, Johlen, Stampfen, whatever. Genau, das probieren wir jetzt mal aus. Und genau, machen wir eine Proberunde sozusagen. Ich sage ein Statement. Einige von uns finden es sehr wichtig, dass man sehr gutes Essen auf der Arbeit hat, um auch sehr gute Arbeit zu leisten. Wer stimmt zu? Das wäre jetzt so eine Art Erdrutschsieg für das gute Essen. Und in dem Fall würde ich dann zum Beispiel gutes Essen auf meinen Luftballon schreiben. Und der Luftballon geht dann in den harten Kampf, der nach dieser Aussortierrunde folgt. Film ab! Einige von uns finden die Kaffeepause super wichtig. Kaffeepause, super wichtig! Die ist gekauft, oder? Ich kämpfe dagegen. Okay, weiter. Einige von uns haben hohe Ziele, die wollen was erreichen und dafür sind sie auch bereit, etwas zu tun. Okay,
Wer hat auch noch außer Anna hohe Ziele, ist ein bisschen ehrgeizig, möchte weiterkommen? Okay, hier, ja. Wir sagen 50-50, aber dann bin ich jetzt mal das Zünglein an der Waage und kämpfe für die hohen Ziele. Einige von uns arbeiten am besten auf den letzten Drücker. Der letzte Drücker, ich schließe mich euch auf jeden Fall an. Ich kämpfe sehr gerne für eben diesen. Einige von uns arbeiten gern in der Gruppe, weil sie wissen, dass sie Hilfe kriegen können, wenn sie welche brauchen, und wissen, dass sie Hilfe geben können, wenn jemand anders welche braucht. Hilfe! Thema Hilfe! Das ist schön, dass ihr so hilfsbereit seid. Nimmst du die? Ja, klar! Okay. Mein Thema Hilfe ist auch nicht schlecht. Einige von uns greifen durch, wenn es bunt wird. Greifen, wenn es zu bunt wird? Ja. Mittelautoritär ist das Publikum heute nur. Ich würde sagen, ist gedroppt eher. Weiter. Einige von uns kommen immer pünktlich. Und selbstverständlich erwarte ich das von den anderen ganz genauso. Ja, ein Hoch auf die Pünktlichkeit. Vielen Dank für die viele Zustimmung. Ich verteidige diese gerne. Einige von uns gehen gerne auf Nummern sicher. Nummer sicher. Wer von euch hat auch gerne Plan A, B, C, vielleicht auch noch? Da geht's. Ich fand die Zustimmung im Publikum war schon also, und mir liegt das auch wirklich am Herzen. Deswegen werde ich da mit vollem Körpereinsatz für die Nummer sicher in die Bresche springen. Einige von uns möchten für die Arbeit Geld verdienen. Okay, reicht schon. Ich habe verstanden. Also ich glaube, ich schmeiße den letzten Drücker wieder raus und nehme das Geld. Das waren jetzt einfach annähernd alle in diesem Raum. Einige von uns finden, wir brauchen überhaupt nicht anfangen, wenn wir nicht wütend sind. Also wenn wir uns nicht ärgern über die Welt, über uns selbst oder auch über die Kollegen. Also, die brauchen Wut. Wer benutzt Wut auch noch als Motor? Aber ich glaube gar keine, oder? Naja, ja. Oh. Also. Eine Gruppe recht geschlossen, aber ich würde sagen, im Publikum war die Zustimmung wirklich zu wenig. Das war zu wenig. Da können wir leider, wir müssen ja aussortieren, hatten wir ja gesagt. Deswegen gucken wir jetzt mal, wofür wir heute Abend kämpfen. Julia, was hast du denn? Geld und Pünktlichkeit. Okay. Ich habe die Kaffeepause und die Hilfe zufällig. Ja. Und ich kämpfe für die Nummer sicher und für die hohen Ziele. Ja. Das heißt, wir werden jetzt in den ehrlichen Kampf ziehen. Und ich würde sowohl euch, das Publikum, als auch die Kolleginnen und Kollegen an den Seiten bitten, mal richtig hier uns anzufeuern, damit wir für eure und unsere Werte schön mal jetzt fighten. Ja. Und damit wir da auch ein bisschen Dampf beigeben können, würde ich mal sagen, Musik ab. Thank you.
Ich habe den harten Bandagen angelegt. Ich bin top motiviert. Musik ab. Ziele leider verloren. Ja, das war ich leider. Boah. Es tut mir leid, ich habe das Geld verloren. Aber für die Pünktlichkeit werde ich jetzt noch mal alles geben. Weiter geht's. Achtung, Herr Kong. Einige Werte, die uns besonders am Herzen lagen und für die wir wirklich gekämpft haben, sind jetzt weg. Aber wir wollen die nicht einfach so ziehen lassen, sondern uns von ihnen verabschieden. Und deswegen kommt nun die Trauerzeremonie für die zerplatzten Träume. Mein Ballon ist leider kaputt. Mein Ballon ist leider kaputt. Ich habe Ballon leider verabschiedet. Ich habe Ballon leider verabschiedet. Und traurig bin ich auch. Und traurig bin ich auch. Steh nun hier und bin traurig, mein Ballon. Ich steh nur hier und bin traurig, mein Ballon. Es tut mir leid, ich habe das Geld nicht verteidigen können. Es waren dennoch viele, die sehr vehement für diesen Wert geklatscht und gejohlt haben. Deshalb würde ich alle bitten, die das getan haben, jetzt ein bisschen zu helfen beim Trauergesang fürs Geld. Ich mache was vor, gebe euch einen Einsatz und würde euch bitten, dass ihr es dann mir nachmacht. Quasi. Oh.
Vielen Dank. Nun folgt das Requiem für die hohen Ziele. Vielen Dank für diese bewegende Trauerzeremonie. Wir wollen natürlich die Gewinnerinnenwerte nicht unbeachtet lassen. Wir ziehen uns jetzt zurück, bringen diese in eine angemessene Form und kommen dann später wieder. Vielen Dank. Großartig! Ja, ja! Zieht euch mal zurück. Ich mag meine Show. Das hat mir sehr gefallen. Und Ihnen auf Ihren Plätzen? Einige Gesichter von Ihnen kommen mir so bekannt vor. Ich kann mich noch sehr gut an Sie alle erinnern, wie Sie es kaum erwarten konnten, dass es losgeht, frisch gebadet und mit Leberwurstbrot auf der Hand. Naja, und wie Sie sich alle noch am nächsten Tag darüber verständigt haben, in der Schule, vor dem Kiosk, auf der Arbeit. Gassenhauer wurde ich auch gern genannt. Leergefegt habe ich die Straßen. Ha! Aber wisst ihr was? Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache nicht mehr auf Familie. Ich bin jetzt selbstständig und meine eigene Show. Ich mache Schluss mit diesen Zusammenarbeiten. Ich bin durch mit Teamwork, diesen nicht enden wollenden Meetings und Besprechungen. Wer kann das überhaupt noch ertragen? Ich habe mich befreit von all den ganzen Abstimmungen, den unendlichen Diskussionen, wer und wie und was. Nie mehr Kompromisse, sage ich euch, nie mehr Kompromisse. Mich gibt es nur noch allein als Show. Ist das nicht großartig? Habe ich Ihnen bislang zu viel versprochen? Wohl kaum. Also weiter geht es jetzt hier mit einem richtigen Show-Highlight aus alten Zeiten. Freuen Sie sich mit mir auf das Familienduell zwischen Fräulein Wunder AG und Theater Tiqua. Und los geht's! Spannung, Spaß und super Preise mit Jasmin Werner! Super Summe gespielt. Eine Summe, die kein Abrechnungsbeleg braucht. Yes! Und die nicht vom Sozialgeld abgezogen wird. Wow. Wenn die Familie das heute schafft, dann regnet es Einkaufsgutscheine. Ich bin gespannt, wie sich die Familie Fräulein Tiqua AG hier aus Berlin hier gegen die Show schlägt. So, und jetzt stellt euch doch mal vor. Ja, hallo, ich bin Herr Konstantin Langenick. Auf der Arbeit nennt man mich auch die Zwangsjacke, denn ich umarme gerne. Hi, ich heiße Verena und meine Arbeit in der Fräulein Wunder AG, die hält mich richtig jung. Also, das muss sie auch, weil sieht ja echt mau aus mit Rente und so, ne? Hi, ich bin der Tobi. Und mein Tag startet nicht ohne eine schöne, grottige, ich meinte, eine große Flasche Cola. Hallo, ich bin Melanie. Und in der Fräulein Wunder AG bekannt als der DAX, denn ich grabe gerne tief.
Hi, ich bin Easy und ich verteile gerne um. Und dann geht es doch gleich in die erste Runde. Wir haben 100 Leute gefragt, wann startet auf Arbeit die Mittagspause und bitte? Ja, bei uns startet die Arbeitspause so zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr. Ich würde sagen zwischen 13 und 15 Uhr. Auch 12.30 Uhr. Ich arbeite so viel, ich habe gar keine Zeit dafür. Nie? Ich esse eigentlich immer, wenn ich Hunger habe. Ich würde sagen, flexibel. Ja, Mann. Yes. Oh. Wir haben 100 Leute gefragt, auf welches Essen kann sich ein Team am besten einigen? Pommes! Spaghetti! Vegane Bowl! Sushi! Falafel! Sahara! Eingeladen werden! Pizza! Ja, Mann! Ja. Wir haben 100 Leute gefragt. Im Sommer wird es ja auch bei euch in Berlin immer heißer. Was hilft gegen Hitze auf der Arbeit? Ventilator! Da seid ihr euch ja auch alle einig. Und jetzt geht es auch gleich in die erste. Nee. Jetzt geht es auch gleich. Was machen wir jetzt? Wir spielen noch was Neues Spiel. Ich. Was denn? Wollen wir noch eine Runde spielen? Neues Spiel, wir, neues wir Glück. Wir wären dafür. Ich mache ja auch die fantastische Ruckzuck-Show. Stopp, stopp, stopp. Deshalb jetzt noch eine Runde Ruckzuck. Wenn sie ja richtig heiß wird, dann brauchst du einen Sonnenschirm. Es macht ordentlich Wind. Klimaanlage. Kleiner als das und. Ventilator? Yes! Drehung. Schnell. Windrad. Klein. Okay. Ventilator? Ja. Benutzen wir im Sommer. Sonnencreme? Damit uns frischer wird. Ventilator. Ja. Was ist denn los? Ja, vielen Dank. So. Dankeschön. Tour Pascal und meine Damen und Herren, seid ihr das? Thank you.
Test, Test. Test. Test! Test? Hallo? 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 Hallo, ich bin das Mikrofon. Ich und die anderen hier, wir arbeiten schon lange zusammen. Wir haben viele Shows und auf die Bühne gebracht. Ja, wir haben auch viel Stress und Desaster gehabt, aber wir haben es gemeistert. Wir sind die Masters of the Disasters! Wir geben nicht auf. Ja, jetzt weiß ich bloß nicht, wo mein Mikroständer ist. Mikroständer? Mikroständer! Hallo? Hallo? Mann! Ich bin sehr speziell, aber auch sehr teuer. Und jetzt bin ich hier. Aha, ein sprechendes Mikrofon. Wo gibt's denn sowas? Ich sag es Ihnen, in meiner Show. Na gut, dann sag doch mal Mikrofon. Warum bist du denn so speziell? Also, ich bin klein, mein Herz ist rein. Ich rede wie ein Wasserfall. Ich kann sehr laut sein, aber auch sehr leise. Und wenn die mich sogar ausstellen, dann muss ich sogar meine Klappe halten, wie ein Klebeband. Und wie geht das dir, wenn du die Klappe halten sollst? Tut weh. Tut weh? Ja, manchmal tut ihm das sehr weh. Und wenn die mich richtig ausstellen, dann mache ich jetzt ein Nickerchen. Und wer liegt dann neben dir? Hallo, ich bin das Kabel. Sprechende Gegenstände! Eine Weltsensation, meine Damen und Herren! Und du willst es auch noch mitreden, Kabel? Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kabel. Ich verschalte mich gerne mit anderen, leite Energien weiter, verstärke Signale und dann kommt am Ende hoffentlich was Gutes dabei raus. Ach so, verstehe. Das heißt, alleine bist du nur ein Stück Gummi und Draht. Ohne die anderen ist deine Existenz also sinnlos? Naja, also ich brauche die anderen und die anderen brauchen mich. Oh ja. Und alle, die ans Netz angeschlossen sind, haben was davon. Sag mal, Kabel, hast du keine Angst, dass du vor lauter Vernetzen, Verbinden und Verschalten gar nicht mehr weißt, wer du selbst bist? Dass du in diesem Kreislauf durchbrennst? Angst, Anschluss! Frau Kabel! Nicht Heidi Kabel! Frau Kabel! Strom, wirklich, Strom! Geht, der Scheinwerfer geht ruft. Geht einfach nicht. Ich komme! Geht nicht, verstehe ich. Ja, also, ja. Seltsam. Oh, Energie! Brrr. Energie! Oh, nie erkannte Energie! Oh, Mann! Oh. Herr Scheinwerfer! Was ist denn Ihre Aufgabe im Team? Licht in dunkle Räume oder Hallen. Die kann man auch mieten. Am Alter komme ich her. Okay. Oh, Energie. Energie. Boah. Licht in dunkle Räume. Welche Farbe hat denn das Licht? Rot, Gelb, Blau und Grün. Auch Weiß manchmal. Oh, Energie. Okay, also Rot, Gelb, ja. Blau und Grün. Genau. Und Weiß auch. Auch Weiß in Klammern, bei Bedarf. Oh. Bei Bedarf. Boah, Energie. Mehr und Leben, mehr Leben. Oh. Herr Scheinwerfer, wer entscheidet denn, welche Farbe geleuchtet wird? Ich seit ein halbes Jahr ungefähr. Früher, das hieß Hans Herbert früher. Dann Vollbart, Hornbrille auf, der hat Geld unterschlagen. Der ist gekündigt worden. Okay. Gekündigt worden und jetzt entscheiden Sie ganz alleine, was auf der Bühne passiert? Ja, genau. Ja. Herr Scheinwerfer! Ja! Oh. Boah! Oh. Wow, Sie lieben Ihren Job, ja. Oder? Ja! Boah! Check, Kollege! Ja. Herr Scheinwerfer macht Stimmung! Ich bin ja auch ein Scheinwerfer. Ich leuchte von oben. Und bringe so Licht auf alles, ja. Oder ich setze einen Fokus, ja. Von da oben habe ich einen Überblick. Oh. Und von daher habe ich auch die Verantwortung.
Naja, den Überblick sollten ja auch alle irgendwie behalten und die Verantwortung, denke ich auch. Und ich habe auch gar nicht so eine große Lust, immer nur von oben runter zu gucken. Und warum machst du es dann? Es ist gar nicht so einfach, die Verantwortung zu teilen. Nicht wahr? Mhm. Und hier unten im Licht stehen, das können wir alle total gut und Sachen raushauen. Ja, aber wer bereitet die Probe vor und nach? Wer stellt den nächsten Antrag und rollt das Kabel anständig auf? Macht einen Probeplan, den Newsletter und... Stopp! Der Countdown meldet sich zu Wort. Ja, alle reden und reden und reden. Aber dann diesem ganzen Gequatsche kommt es nur zu Stress und Missverständnissen und Streit. Also mache ich Zeitdruck und irgendwann heißt es, stopp, die Zeit ist um. Das heißt also, Countdown, du hast also eine wichtige Aufgabe, aber manchmal auch eine nervige Aufgabe? Genau. Und sag mal, Countdown, wie beliebt bist du so bei den anderen? Naja, so mittelmäßig beliebt. Und würdest du manchmal lieber so ganz alleine arbeiten? Nee, auf keinen Fall. Wie soll das Accounten denn auch gehen? Okay. Ja. Ich bin übrigens der Buzzer. Also ich spiele eine Rolle, wenn Entscheidungen getroffen werden. Manchmal weiß ich nicht so genau welche. Jedenfalls haut man auf mich drauf, wenn man sich entschieden hat. Bist du der Buzzer von The Voice of Germany? Nee, ich bin der Buzzer hier in dieser Show. Aha. Und wer hat entschieden, dass du hier in meiner Show der Buzzer bist? Ja, also, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Also, wie konnte das passieren, dass ich jetzt in dieser Show die Buzzerin bin? Also ich meine, ich hänge hier, ja, die Beine zittern, das Blut schießt mir in den Kopf. Ich meine, ich sehe nicht mal richtig aus wie ein Buzzer. Ich habe nicht mal ein Ganzkörper-Buzzer-Kostüm gekriegt. Also ich habe schon irgendwie eine Rolle bei dieser Entscheidung gespielt, aber ich weiß nicht genau, welche. Moment mal, als wir mit den Gegenständen improvisiert haben, da hatten wir doch alle total viel Spaß. Also, ich würde ja sagen, der Spaß hat entschieden. Und wer denkt, dass der Spaß entschieden hat, der kommt doch bitte hier zu mir. Naja, aber wir hatten auch nicht mehr viele Probentage. Und es musste einfach schnell eine Entscheidung her. Ich würde sagen, die Zeit hat entschieden, was wir machen. Wer würde auch sagen, die Zeit hat entschieden? Zu mir. Naja, als wir entscheiden mussten, was wir machen, da haben wir so im Kreis gesessen und geredet, ne? Und einige haben dann mehr geredet und andere weniger. Wer würde denn sagen, die am meisten reden, entscheiden auch am meisten. Dann kommt zu mir. Ich wollte eigentlich den Master of Disaster, also als Mensch, hier auf diese Bühne bringen. Doch leider war daraus nichts geworden. Wer von euch trauert noch alte Ideen hinterher? Da kommt doch bitte zu mir. Bei wem aus euren Gruppen gibt es manchmal so extrem viel Stress und Streit, dass die Türen nur so knallen? Der kommt bitte zu mir. Natürlich alle nur wieder von meinen Damen und Herren. Ja, und wer sitzt Konflikte eher so stundenlang aus und schweigt sich an, kommt zu mir.
Ja, und wer macht erstmal laut Musik an und tanzt, wenn die Stimmung in der Gruppe schlecht ist? Musik, Musik! Musik, Musik, Musik. Oh. Kommt die Siegerehrung. Linda, was präsentierst du heute Abend? Meine Hilfe. Und Julia? Ich bin sehr stolz, die Pünktlichkeit zu hissen. Ich präsentiere die Nummer sicher. Musik ab. Bei Wetten, dass 1995, Oktober 1995, als die Kelly-Family da war. Oh Gott, da erfasst es mich wieder. Starkes Bühnenfieber im Herzen. Als wir euch alle reingelegt haben und Angelo seine Goldlocken abgeschnitten und alle Menschen vor dem Fernsehgerät den Atem anhielten. Und wie er dann seine Perücke runterzog und alle vor Erleichterung aufjohlten. Okay, wir schweifen ab. In guter alter Wetten-Das-Manier habe ich was für Sie. Oder vielmehr, die Kollektivgeschwister Turbo Pascal und meine Damen und Herren haben da was für Sie vorbereitet. So.
Nun kommen wir zur nächsten Herausforderung. Und wie ihr schon gehört habt, ist das eine Wette. Keine Ahnung, nichts ist vorbereitet. Mal sehen, welchen Briefumschlag ich heute nehme. Ich nehme den roten. Hatte ich noch nie. Ja, ich bin sehr gespannt. So, oh, ja. Wetten, dass ihr es schafft, eine singende Geburtstagstorte gemeinsam darzustellen. Ihr habt eine Minute Zeit. Top. Die Wette gilt. Happy Birthday, Happy Birthday. Okay, ihr seid der Meinung, dass sie die Wette geschafft haben. Dankeschön. Yes. Yes. Sie sind der Meinung, das war Spitze! Meine Show, oder? Meine Show? Yeah! You like it? You like me? Danke, danke, danke. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um meine Beziehungen spielen lassen. Hier ist für euch, leider nicht live, aber von Herzen und extra scharf, eure Helene Fischer! Applaus! Küsse nach Hamburg. Was für eine tolle Show. Und ist sie nicht mutig und stark, wie sie das alles alleine meistert? Ich bin so stolz auf sie. So gerne wäre ich jetzt heute bei euch, aber für mich heißt es gleich, it's showtime. Aber ihr genießt jetzt einfach noch den Abend, feiert diese wunderbare Show und wir sehen uns bestimmt bei einem meiner nächsten Konzerte. Bis bald, eure Helene. So, meine Süße, ich habe das so gern für dich getan. Und endlich gehst du deinen Weg. Ich weiß genau, wie das ist. Du bist mutig und stark und machst einfach weiter. Und wenn du mich brauchst, du hast ja meine Nummer. Meld dich gerne. Ach, danke, meine Süße. Du hast mich inspiriert. Ganz ehrlich, ohne dich wäre das nie passiert. Tschüssi. Democratic Bootcamp, wir würden gerne noch mal reden, weil wir sind ja hier alle Profis, aber
Wir kommen doch aus sehr unterschiedlichen Arbeitsstrukturen, haben wir gemerkt. Weil für die Kolleginnen und Kollegen von TIGWA war das immer so seltsam, dass wir dann, also die Fräuleins, irgendwie so vor der Probe und nach der Probe noch ganz viel anderes Zeug weggearbeitet haben. Weil in der freien Szene ist es ja so, ich konzentriere mich entweder auf 4 Projekte gleichzeitig oder ich habe dann noch so 1, 2, 3 andere Arbeitsstandbeine, die auch meine ganze Aufmerksamkeit und Kapazitäten erfordern. Und mir kommt das immer so vor wie so diese Sicherheitsmetapher mit dem Tisch. Kennt ihr das? Also man geht so davon aus, dass etwas dann Stabilität bekommt, wenn man auf 4 Beinen steht. Ja, ihr merkt, dann hat man noch so einen im Spiel, kann man noch Quatsch mitmachen oder der kann auch mal wegbrechen. Vielleicht wollt ihr das auch mal probieren mit dieser Tischmetapher. Ja, genau. Das ist dann so ein bisschen der Realitätscheck, ne? Also leider auch total überfordernd. Wobei, hier sieht es ganz stabil aus. Das ist richtig Zen hier. Wie machst du das? Wie fühlst du dich? Anstrengend. Ja, finde ich eben auch. Ich finde, es ist irgendwie viel zu anstrengend mit so 4 Standbeinen. Und deswegen versuchen wir eigentlich seit Jahren bei der Fräulein Wunder AG so andere Arbeitsbedingungen für uns herzustellen. Also für uns und für die, mit denen wir arbeiten. Und dann träumen wir immer von so einer ganz breiten Landschaft aus Arbeit und Leben und gegenseitiger Fürsorge und Anerkennung. Und eins der wichtigsten Dinge ist ja eigentlich, dass das in Zeitwohlstand stattfinden kann. Weil halt erst dann wirklich auch die Bedürfnisse von allen auftauchen können und auch beantwortet werden. Ja, die Arbeitsbedingungen in der Realität sehen natürlich dann ganz anders aus. Es ist nämlich so, du musst im Oktober eine richtig gute Idee haben, damit du im Januar Urlaub machen kannst und auf die Antragsbewilligung warten darfst. Ja, eine Voraussetzung für die Arbeit in der freien Szene ist, dass du Antragslyrik beherrschst. Und dann ist es auch gut, wenn du deine Ideen und Wünsche für das nächste Projekt mit den aktuellen Buzzwords versehen kannst. Ich würde so eine kleine Umfrage gerne machen. Was denkt ihr, was sind gerade die Trends der Buzzwords? Gender. Frag mal. Sexismus. Klassismus. Inklusion. Und dann ist es gut, wenn du dafür noch die richtigen PartnerInnen findest. Ja, ich habe ja bei der Fräulein Wunder AG gelernt, dass sie sich so ihre Arbeitsstrukturen und Regeln selber geben. Wie ist das denn am TIGWA mit den Regeln, Tobi? Ja, also im Grunde zählt bei uns, dass jede Meinung zählt. Aber im Atelier, da gilt gedämpftes Reden. Naja, und dann ist es ja auch noch so, dass wir 30 Urlaubstage im Jahr haben, die wir auch im ganzen Jahr verteilt nehmen können, außer wir sind in Workshops drin. Ja, und beim Mittagessen ist es ja auch so, dass für jede Person nur eine Portion Essen gibt und der Rest wird einfach weggeschmissen. Ja, und dann ist es auch noch so, dass wir so für so banale Gerätschaften wie eine Mikrowelle eine Einweisung brauchen. Ich meine, für wie blöd halten Sie uns dort? Ja, das ist ja alles schön und gut, ne? Aber ich meine, wir machen Kunstwerke oder werden für Filme angefragt oder sind wir jetzt auf Gastspiel und bekommen dafür einfach kein Geld. Das ist doch unverschämt. Das ist wirklich scheiße. Das ist Kacke. Ja. Das ist Kacke. Und was auch noch doof ist, dass wir uns ja noch nicht mal umarmen dürfen auf der Arbeit. Besonders wenn wir Pärchen sind. Und ich sag jetzt euch mal was. Wir umarmen uns jetzt auf jegliche bedenkliche Art und Weise, die wir kennen. Ihr dürft euch natürlich auch umarmen.
ihr dürft euch umarmen. Ihr im Publikum, ihr könnt euch auch umarmen. Und ihr auf YouTube, umarmt euch doch auch einfach mal alle. In unserer Performance-Gruppe haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir immer zusammen Mittagspause machen. Und am Anfang, da dachten wir auch, die gemeinsame Probenzeit, das ist einfach so die Zeit, die wir haben. Und was wir dann proben und die ganzen Pläne, die entwickeln wir einfach im Flow gemeinsam. Und dann kam irgendwann der Produktionsdruck und dann haben wir beschlossen, dass es doch besser ist, wenn wir vorher die Probenpläne machen. Und das haben dann meistens Melanie und ich gemacht. In der kollektiven Probenpraxis wird Macht häufig geregelt durch die Übernahme von Verantwortung und das Timing von Schweigen und Zustimmen. Ja, und dann, das Arbeitsschutzgesetz sieht vor, keine Ventilatoren. Und dann haben wir einfach welche gekauft als Requisiten. Ja, und ich würde jetzt sagen, bringt mir die Ventilatoren. So, ja, danke für diesen Beitrag, weil jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal an unsere Absprachen halten würdet. Wir machen hier immerhin meine Show. Und hier kann ich auch machen, was ich will. Ich bezahle doch schließlich auch hier dafür. Das ist hier ja eine Unterhaltungsshow. Gar nichts haben.
ist hier so dunkel? Warum ist hier so kalt? Ein Feuerzeug? Völlig verkohlt! Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin der Stefan, ich bin der Reporter. Der Stefan, der Nussbaumer. Na, bitteschön! Hallo? Hallo? Wie heißen Sie? Anscheinend ist hier ein wichtiger Katastrophe passiert. Das sieht man auch ganz gut. Wie kam das? Kollektives Versagen. Bin verletzt. Seelisch, körperlich oder moralisch? Moralisch. Körperlich ganz kaputt. Was ist hier wirklich passiert? Explosion. Und woher kommt das? Aus dem Nichts. Hä? Aus dem Nichts? Die Menschen wissen nicht, was sie tun. Und was ist jetzt die allerletzte Frage von heute Abend? Was ist die allerletzte Frage? Das will ich auch gerne wissen. Oh! Entschuldigen Sie vielmals die Unterbrechung. Es gab wohl ein Problem mit dem Schulzulieferer. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir werden wohl auch überziehen müssen. Aber was wäre meine Show ohne eine Konsequenz für die anderen Shows? So, wo waren wir? Hier, Doris Dean. Du bist doch mein Ass im Ärmel. Mein Joker. Oh, the show must go on. Mach dich mal nützlich. Bitte, liebes Publikum. Liebes Publikum, was wäre eine Show ohne Live-Momente? Lassen Sie sich verzaubern! Lassen Sie sich verzaubern von unserem Special Guest Doris Dean aus Bochum! Wir freuen uns sehr, heute Abend hier zu sein. Ja, und wir haben euch sogar ein Lied mitgebracht. Ein Lied von der Band Queen. Und sind wir nicht alle Queens und Kings? Und alles andere? Empty spaces. Ich hab den Text vergessen. Ich kann mir nämlich den Text gar nicht merken. Gestern konnte ich ihn noch. What we are living for? Ah, genau. Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime, hold the light. Does anybody want to take it anymore? Show must go. Another heartache, another failed romance.
wir lösen uns in 2 Wochen auf. Naja, am 4 Wochen. 31.12.2022 lösen wir uns auf, weil nach 10 Jahren wir keinen Bock mehr haben. Also ich hatte vor allem auch keinen Bock mehr. Aber wir haben unsere Trennung mit einer richtig geilen großen Show gefeiert. Eine zweitägigen Beerdigung. Ja, stimmt. Wir haben uns selbst beerdigt. Und die 3-jährige Konzeptionsförderung, die wir vom Land NRW hatten, haben wir auch mit beerdigt direkt. Und wir haben uns einfach generell mit Abschied und Tod beschäftigt. Und ich habe Grabkränze gekauft. Da stand dann so drauf, Tschüss, Doris Dean. Und das war sehr lustig, für sich selber Grabkränze zu kaufen. Da kommt man ja sonst nicht zu. Ja, aber es ist jetzt so, wie es das jemand spielt. Eine Tür geht zu, weitere Türen gehen auf. Und ich glaube, wir werden auch weiterarbeiten, nur in anderen Konstellationen. Ja, manchmal ist das ja auch gut, wenn man irgendwie die Karten neu mischt. Und jetzt heißt es halt eben Bye-bye, Doris Dean. Das hier ist das letzte Mal, dass Sie uns unter diesem Namen irgendwo sehen. Also es gibt auch noch mehr von uns. Hallo Anna, hallo Anna Julia, hallo Philipp, hallo Chris, hallo Charis, hallo Kybra, hallo Vera und goodbye. Ich kann mich wirklich an nichts erinnern von diesem Lied. Und ich bitte jetzt alle mit mir, The Show Must Go On zu singen, weil ich mir das für meine Beerdigung wünsche. Achtung, 1, 2, 3. Show must go on. Show must go on. Show must go on. Show must go on and on and on and on. Damen und Herren, hier ist Charlotte Heidenreich für Hora News, live vom Ort des Geschehens. Hinter mir sehen Sie das völlig zerstörte Betriebsgelände der ehemaligen Kunstkolchose Freundschaft und Solidarität. Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar. Experten gehen davon aus, dass es zu einer Art unkontrolliertem Gefühlsausbruch gekommen sein muss. Ein lange angestauter Schwall aus Frustration und Wut habe zu einer großflächigen Detonation geführt. Klar ist im Moment nur, dass es neben mehreren Schwerverletzten zu einem Toten gekommen ist. Nach offiziellen Angaben handelt es sich dabei um den mehrfach preisgekrönten Journalisten Stefan Nussbaumer. Die genauen Details zu den Todesumständen werden von offizieller Seite jedoch noch zurückgehalten. An Aufräumarbeiten ist bislang nicht zu denken. Die Luft ist nach wie vor von toxischen Dämpfen erfüllt. Es riecht nach Menschenfleisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spüre gerade starke Schmerzen in meinen Beinen. Die vor Ort omnipräsente Spannung scheint auf mich überzuspringen. Ohnmächtig werde ich Zeugin der Zerstörung meiner Arterien. Soeben wurde durch einen Biss meine Achillessehne durchtrennt. Nach und nach werde ich weggeknuspert. Ich verabschiede mich hiermit von meiner Familie und gebe zurück ins Studio. Io sono 37, guarda, tutte da morti, tutte da morti. Mamma mia, che cosa è la vita, oh. Allora,
Quando mi chiami? Niente da fare. Lascia tamere. Ciao, bello. Come stai? Niente. Peccato. Lascia tamere. Ciao, cioccolato. Cioccolato è molto sexy. Niente da fare. Lascia aperto, lascia mangiare la torta. Ciao, bella. Come stai? Niente da fare. Allora, c'è tutti molto sexy. Mm? Oh. Che bella, che bellissima Angela. Ciao Angela, come va? Oh, che bello. Tu sei molto sexy. Sì? Bella. Che bello naso. Bella stito. Che bella l'occhio. Ciao. Nein, 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 liebes Publikum, lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen, auch nicht von dem guten alten Engel Gabriel. Sie wissen schon, Sie sollen keine Show haben neben mir oder so ähnlich. Doch was faul. Hey, diese Show gehört mir. Das war so nicht abgemacht. Das war so nicht abgemacht. Das war so nicht abgemacht.